Nach The Mandalorian und The Book of Boba Fett kommt bald die Obi-Wan Kenobi-Serie in das Star Wars-Universum. Hier erfährst du alles, was du bisher über die Rückkehr des legendären Jedi-Meister wissen musst. Abonniere gerne meinen Kanal für zukünftige Videos. Über den Start gibt es zu wissen, ja, dass wir uns auf jeden Fall noch etwas gedulden müssen, aber am Ende des Tages geht's ja dann doch etwas schneller als gedacht. Am 25. Mai 2022 startet die Serie auf Disney Plus. Wie immer werden wöchentlich neue Folgen erscheinen, insgesamt 6 Folgen. Die Serie ist abgeschlossen, also es ist eine Limited Series, es wird keine zweite Staffel geben. Wie findest du eigentlich das System, dass einige Serien ihre neuen Folgen im wöchentlichen Takt veröffentlichen? Lieber alles auf einmal oder doch lieber gesplittet, um halt jedes Mal diese Vorfreude zu haben? Schreib das mal unten in die Kommentare. Zu der Besetzung gibt es zu wissen, dass der OG Ewan McGregor zurückkehrt als Obi-Wan Kenobi. Hayden Christensen kehrt zurück als Darth Vader und das ja, impliziert natürlich, dass wir eine Revanche bekommen, dass es einen zweiten Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Anakin, am Ende des Tages heißt er ja jetzt Darth Vader, geben wird. Die Serie spielt 10 Jahre nach Star Wars Die Rache der Sith, also zwischen Die Rache der Sith und Episode 4 Eine neue Hoffnung. Obi-Wan ist nach dem Fall der Republik und dem Untergang des Jedi-Ordens auf Tatooine und überwacht Luke Skywalker. Aber selbst im Exil müssen sie ständig über ihre Schulter gucken, denn Kopfgeldjäger und jene, die Jedi für das Imperium jagen, versuchen sie natürlich aufzuspüren. Die Serie wird eine Erklärung dafür, was nach der tragischen Trennung von Obi-Wan von seinem Schüler Anakin Skywalker passiert ist. Mit der Besetzung, mit dem Erfolg, den Serien wie Mandalorian und jetzt The Book of Boba Fett hatten, denke ich, dass das auf jeden Fall eine der besten Disney Plus Serien 2022 wird. Wenn nicht sogar von den Zahlen her eine der besten Serien überhaupt 2022. Die Serie könnte diesen alten Star Wars Vibe aus Die Rache der Sith beispielsweise zurückbringen. Deborah Cho wird die Showrunnerin dieser Show. Man kennt sie auch von Better Call Saul, American Gods, Fear the Walking Dead und sie arbeitete mit Jon Favreau und Dave Filoni an The Mandalorian und hat sogar eigene Folgen für die produziert. Und jetzt soll sie diese große Serie Obi-Wan Kenobi komplett alleine führen. Es gibt noch keinen Trailer, aber ein Poster, nämlich dieses hier. Meine Theorie ist ja, dass der erste Kenobi-Trailer in der Nacht von Sonntag auf Montag beim Super Bowl gezeigt wird. Aber ja, das werden wir dann sehen in einigen Tagen, in 2 Tagen, um genau zu sein. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, Daumen nach oben, gerne ein Abo unterlassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!